Warum muss ich mir so etwas gefallen lassen? Weil wir kein Geld haben. Ich fühle mich ja sorry. Es war meine Schuld, dass wir ständig in teuren Hotels übernachtet haben. Aber ich sage es nochmal, ich bin kein Schauspieler. Sagt Laguna mal so daher, aber in Wahrheit will er es doch machen. Also okay, bist du bereit? Was für ein komischer Regisseur, wieso will er mit einem Amateur wie mir arbeiten? Schon gut, ich werde nicht herummeckern, schließlich kriegen wir Kohle dafür. Doch nicht im Ernst, ich will dieses Kostüm nicht. Schluss mit dem Herumjammern. So, fertig umgezogen, also los, los. Da bist du ja. Hey, steht dir blendend. Hier ist deine Partnerin, die Hexe. Hallo, auf gute Zusammenarbeit. Jetzt fehlt nur noch der Drache. Hey, optimal, du da hinten. Ja? Der Schauspieler, der den Drachen spielen sollte, ist krank. Könntest du mal in das Drachenkostüm schlüpfen und herumstampfen? Ich zahle auch etwas dafür. Na gut. Okay, dann nehmt mal alle eure Positionen ein. Wow. Okay, dann mal los. Aufnahme 12. Die Hexe in Not. Und... Action! Oh, du mein edler Ritter, beschütze mich bitte vor dem Drachen. Oh, ich werde euch beschützen. Beschützen, ohne T. Mist, habe ich ein Lampenfieber. Und diese Gunblade, meine Ausbildung ist so lang her. So ungefähr, oder? Schön, schön. Den Dialog können wir später ersetzen. Und jetzt, los mit dem Drachen! Hey, los! Ich sagte, Drache, Drache! Oh, da ist er ja. Wow, wie realistisch er sich bewegt. Du bist Spitzenklasse, Kairos. Ich frage mich bloß, wo sie das Kostüm herhaben. Wow, Kairos ist ja ganz schön bei der Sache. Wie ein echter Drache. Wow. Hey, hey, Kairos, man kann es übertreiben. Außerdem ist er ja echt. Was? Ich habe mir schon gedacht, dass er zu real ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu diskutieren. Also, Herr Ritter, viel Glück. Mein edler Ritter, ich wünsche dir viel Glück. Hey, ihr Pappnasen, lasst mich hier nicht zurück. Er scheint nicht abzulassen. Mit der Gunblade kann ich... Wow. Okay, also los. Zack, ins Gesicht. Zack. Haha, en garde. Komm schon. Ah. Zack. Ein Kletterschnitt. Ups. Nein. Wow, das sieht ganz schön viel ab. Zack. Hohoho. Ich wollte es gerade zubeißen, ne, du Schuft. Zack. Und komm. Ah, hast du dir gedacht, ne? Ups, scheiße. Zack. Ich habe einfach fehl gedrückt. Ich habe es einfach gedrückt. Ihr habt es vielleicht sogar gehört. Ich verstehe das nicht. Oh, Mann. Ich verstehe es nicht, Leute. Das macht einfach keinen Spaß, sowas. Das ist einfach ein Scheißdreck, echt. Ich war einfach in Abwehrhaltung. Ich war einfach in Abwehrhaltung drin. Ich war einfach drin. Ist einfach so ohne. Ist einfach nur eine pure Zeitverschwendung, sowas.
Aha. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Schon wieder gedrückt. Ich fand, er macht es einfach nicht. Er macht es einfach so, wenn er Bock hat. So. Ich bereite mich zum Abwehren vor. Aha. Komm schon, einen noch. Ich habe einfach gedrückt, Mann. Die Chance, bloß weg hier. Das nimmt kein Ende. Was macht Kairos bloß? Hast du gerufen, Laguna? Und hopp. Da bin ich. Hier, fang. Okay, jetzt geht's was zurück. Kann ich bitte mal die Gearfaust... kurz mal warten. Ah, wir können speichern, danke. Ja, es könnte auch wirklich vonnöten sein, dass wir speichern können. Achso, boah, ich wollte schon sagen. Ich hab davon nur geweint. Er ist aber so viel GF jetzt gekoppelt, der Kairos. Nochmal Zauber. Draw, GF, Zauber. Oh, oben. So, welche Zauber hat er denn jetzt? Hat die vom Zell einfach, okay. Ja, sorry Leute, ich muss das jetzt schnell machen, im Schnelldurchgang. So, Chaos. Machen wir erstmal Stärke. Machen wir Geschick. Machen wir HP. So, Erzengel, okay. Dann Stärke. 30 Spitzra. Ja, gut, nehmen wir Triple. Hier können wir, glaube ich, Hast nehmen, wenn wir es haben. Ich könnte die Lagune jetzt auch Geschick geben, aber das wäre jetzt einfach zu langwierig alles. Das machen wir jetzt nicht. Trefferquote ist, glaube ich, nicht so wichtig. Körper wäre sau wichtig. Engel ist, glaube ich, Regener sogar noch besser. Ja. Geist brauchen wir, glaube ich, auch. Der hat nämlich auch magische Angriffe, der böse, böse Drache. Anti-Z wäre jetzt cooler, aber habe ich aber nicht. Doch, habe ich aber zu wenig. Okay. Magie. Falls wir was drawn. Ups. Oh. Schon mal tot. Ah, nehmen wir Stopp. Glück. Wird wir auch treffen. Levitas. Ja. So. Dann machen wir Resistenz gegen Feuer. Angriff mit Eis. Und Resistenz gegen. Ja, machen wir Flair. Und hier können wir vielleicht auch noch was aus... Blende... Ja. Schutz vor Tobsucht, Schutz vor... Tod. Okay, dann wäre ich soweit. Die haben uns eigentlich dann noch gar nicht angeguckt. Kann mir gar nicht zu. Das ändern wir noch schnell ab in, Geistkopplung. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht, das mal... umgeändert seit dem Kampf mit der Idee. Ja, haben wir hier. Weil der automatisch springt der immer auf so eine Kack-Fähigkeit, die wir halt überhaupt nicht brauchen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich.
Ich denke, wir werden nach dem Kampf einiges an AP bekommen, von daher brauchen wir es mal lieber. Abwehr. Ja, komm, lernen wir es egal. Cyberman ist komplett fertig. Da können wir jetzt was Neues erlernen. Müssen wir nicht jetzt unbedingt machen. Das lassen wir so. Die ist auch bald fertig. Und der ist auch bald fertig. Stammkunde. So, und jetzt Alexander. Medizinkunde. Die Wirkung von Heilträgen wird verdoppelt. Das ist sehr, sehr praktisch. Brauche ich unbedingt. Zauberwandler H ist natürlich richtig geil. Und Beleben ist auch der Hammer. Und das ist auch gut. Also Alexander ist einfach eine Top-GF. Da kann man nichts sagen. Ja, machen wir erstmal... Keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht. Das brauchen wir nicht unbedingt erstmal. Dann machen wir erstmal hier. Beleben. Ne, wir können ja alle zaubern. Gut. Freunde, dann speichern. Oder ein Kampf. Mesmerize. Oh, ich wollte die Chaos vielleicht mal heilen. Das war's alles für die Katze. Der hält ganz schön viel aus mittlerweile. So. Wir können ja auch den Hyropump dran theoretisch in eine Karte umwandeln, aber... Nein. Ich glaube, da kriegen wir einfach keine Ability Points, meine ich. So. Benutzen. Vita. So. Komm her, Drache des Todes. Na gut. Fangen wir mal an. Aeronfeurer. Das ist noch im Rahmen. Ach komm, haben wir von drauf. Gar kein großes Geschiss hier machen. So wichtig sind die beiden Zauber auch nicht. Na ne. Also der Chaos ist schon oft dran, also kann man nichts sagen. Ich analysiere den mal. Ich analysiere ihn doch nicht. Das wäre schon cool gewesen, jemanden zu analysieren, ne? Da ist es. Ofendrache. Er ist stark und sehr intelligent. Wenn der Gegner Reflekt benutzt, wendet er ihn auch an, um Zauber zu reflektieren. Also der Level ist noch relativ niedrig vom Rupum-Drachen. Das heißt, es spielt uns in die Karten, dadurch ist der Kampf auch wirklich sehr erträglich, weil der Kampf kann auch richtig mies werden. Aber ja, wir sind im Level noch nicht so hoch, von daher ist es in Ordnung. Also eigentlich stellt er gar keine, also überhaupt keine Gefahr für uns dar. Habe ich mir umsonst ein Hemd gemacht. Okay. Okay, okay, okay. 14 Ability Points, das ist gut. Wie viele von denen laufen noch herum? Lass uns verschwinden. Was zum Henker ist das? Ich kann die Fee-Bindung nicht trennen. Welche Verbindung?
Bist du es, Squall? Ja. Ich nenne meine Fähigkeit Verbindung. Ich schlafe gerade, daher habe ich keine Kontrolle. Es tut mir leid, Squall. Bleib noch ein bisschen hier. Lass mich jetzt zurück. Hier ist sie nicht. Was ist mit Elione passiert? Sie wurde von Esther-Soldaten entführt. Ich wollte unbedingt nach Esther. Ich war überall und, Esther sucht doch die Nachfolgerin von Adele, der Esther-Hexe. Ja, ja, genau das. Ist sie ihre Tochter? Nein, aber sie ist so niedlich. Ich will ihre Stimme wieder hören. Ich will die Stimme von Rinoa hören. Ist alles in Ordnung? Die Elfen wieder. Ich will ihre Stimme hören. Ich will Rinoa sehen. Ich vermisse sie. Ich kann sie ja vielleicht retten. Die Vergangenheit lässt sich nicht verändern. Das weiß ich jetzt. Nachdem ich entführt wurde, ist Onkel Laguna losgezogen. Deswegen konnte er nicht bei Rain sein, als sie starb. Rain wollte Laguna seinen neugeborenen Sohn zeigen. Sie rief immer seinen Namen. Ich wollte, dass er zurückkehrt. Aber es klappte nicht. Ich konnte nichts machen. Außerdem kann ich euch nur zu jemandem schicken, den ich persönlich kenne. Es tut mir leid, Squall. Die Verbindung bricht ab. Ich werde es bald wieder versuchen. El? Elione! Ich will... Ich will Rinoas Stimme hören. Ich muss in die Vergangenheit, um sie zu sehen. Ich muss alles ungeschehen machen. Elione! Elione, hörst du mich? Schick mich in die Vergangenheit, dorthin, als das mit Rinoa passierte. Elione antwortet mir nicht. Sie ist auf dem Schiff der Weißen Seeds. Weiße Seeds. Seeds der Hexe. Die Seeds der Hexe Edea. Genau, Edea weiß vielleicht, wo ich sie finden kann. Dann finde ich vielleicht Elione und dann die Vergangenheit. Ich werde es mit der Rinoa sprechen. Gut. Ja, das normale Tagesgeschäft wieder eingekehrt hier im Balam Garden. Dritter Stock. Wir können natürlich auch theoretisch... Theoretisch können wir auch nochmal in den Schulrechner, also an den Schulrechner und nochmal die Thema Maniacs Sachen uns durchlesen. Wir machen erstmal was anderes. Also erstmal gehen wir zur Idee. Und dann beginnt nämlich eine etwas längere Hauptquest. Ich weiß nicht, ob wir das mit Balamp, also mit dem Hotel vorher noch machen müssen, das weiß ich halt nicht. Ich tausche die jetzt aus. Ah ne, kann ich auch nicht. Ah, fuck. Aber wir sind ja gerade im Ballamp, wir können es mal probieren. Vielleicht geht's jetzt. Ich habe da zwar meine berechtigten Zweifel, aber... Besuchen Sie das Ballamp-Hotel. Lassen Sie sich vom Meereswind verführen. Das wird unser nächster Werbespruch. Na, solche Sprüche fallen dir doch nie im Leben ein, oder? Nee. Das steht dir überhaupt nicht. Du mit deinem Bart und Gedichte. Was hat das mit mein... Boah, ich kann nicht vorlesen heute, ey. Was hat mein Bart damit zu tun? Hallo, ist hier ein Mädchen mit Zöpfen? Ich nächtige hier nochmal. Vielleicht kommt die ja dann. Wir kommen im Ballamp-Hotel. Geben unser hart verdientes Geld für so einen Scheißdreck aus.
Tja, Xel, tut mir leid. Irgendwie läuft's nicht. Also, zu Exidia. Was ich gar nicht verstanden habe vor der Sache mit Laguna und Kairos, warum waren alle GF entkoppelt? Also außer natürlich die vom Squall, das habe ich einfach nicht verstanden. Weil er war doch voll noch im Team mit den beiden. Keine Ahnung. Ja, genau. Erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, so sieht's aus, Leute. Ah, okay. Wir sind auf der richtigen... Ah, da ist es, okay. Auf der richtigen Fährte, wollte ich sagen. Was macht ihr beiden hier? Was machst du hier vor allem? Hm? Du Schlawiner. Das Schiff der Weißen Seeds haben wir gebaut, um Elione vor Esther zu beschützen. Zunächst war Edea der Kapitän, später nahm sie Kinder auf, sodass es als Waisenhaus diente. Sie brachte den Kindern vieles bei und gab ihnen dann den Namen Seeds. Seed. Okay. Kann ich euch helfen? Elione soll auf dem Schiff der Weißen Seeds sein. Diese Kinder sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lange an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja, sie mochten die Landschaft auf dem Centra-Kontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Squall, nimm diesen Brief. Damit werden sie euch willkommen heißen. Die Weißen Seeds könnten sich in der Bucht des Centra-Kontinents aufhalten. Oh, wirklich jetzt spielen? Also nicht mit Direct. Boah. Oh, kann ich noch irgendwas umwandeln vielleicht? Oh ja. Ach komm, wir probieren's. Ich hätte nochmal speichern können, aber ist egal. Boah, ist das mies. Direct. Auch noch direct. Ich habe keinen Bock, von der nachher 100.000 Karten mir wiederholen zu müssen. Oh Mann. Warte, ich speichere erst. Wenn das alles nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich zwar ungern, aber ich muss da neu laden, weil das ist echt hart. Beziehungsweise, ich muss das dann so machen, dass ich das alles offscreen mache, weil ihr müsst nicht unbedingt dabei sein, wenn ich mir 30 Karten zurückholen muss. Aber da habe ich das hinter mir, da muss ich gegen die nicht mehr spielen. Da muss ich also dementsprechend auch nicht nochmal hier hin irgendwann.